Hallo und willkommen zu einem sehr kurzen Let's Talk heute mal. Gleich nach diesem Let's Talk kommt unser erstes Let's Play Arcanum. Nachdem das erste Let's Play zum Arcanum, das ich hergezeigt habe, ja nur dazu diente, um euch zu zeigen, wie das Spiel in etwa ausschaut, beziehungsweise wie man den Charakter schafft. Und in dieser ersten Folge geht es auch nur um die Charaktererschaffung. Ich habe bereits vier Folgen aufgenommen und ich hätte ganz gern von euch gewusst, in welche Richtung unser Charakter gehen soll. Also nicht in Richtung Magie oder Technik, das haben wir schon geklärt, aber in die Richtung wollen wir einen bösen Charakter spielen, wollen wir einen guten Charakter spielen, was auch immer euch zu lieb ist. Die ersten vier Folgen, also eigentlich drei Folgen, weil die erste Folge ist ja nur Charaktererschaffung. Die ersten drei Folgen waren noch relativ neutral und ich versuche mich da auch recht neutral zu halten. Aber in dem Ort, in dem ich jetzt gerade bin, im vierten Teil, in Shrouded Hill, gibt doch einige Möglichkeiten, sich in die eine oder in die andere Richtung zu bewegen. Müssen wir mal schauen. Ja, noch ganz kurz vielleicht auch. Vielleicht wollt ihr das auch da unten rein posten. Vielleicht wollt ihr das aber auch in die nächste XCOM-Folge posten. Oder in die vorherige XCOM-Folge posten. Mein Let's Play UFO XCOM, also XCOM Enemy Unknown oder so irgendwie heißt das, wird mit der nächsten Folge abrupt enden. Aus, würde ich mal sagen, spielerischer Notlage, weil ich einfach zu blöd bin. Und jetzt stellt sich die Frage, will ich das Spiel neu starten? Also soll ich das Spiel neu starten oder sollen wir zurück zum Casablanca-Spielstand gehen, weil den habe ich gespeichert und nochmal versuchen, Casablanca vom Terror zu bewahren und auch von diesem Ort weiterzuspielen. An und für sich weiß ich jetzt nicht genau, in welche Richtung ich tendieren sollte. Ein Neustart hätte natürlich den Vorteil, dass ich einiges besser weiß, was ich vorher nicht wusste. Wenn man keinen Neustart machen könnte, es vielleicht trotzdem funktionieren zu gewinnen. Gut, das vorweggenommen. Kommt jetzt als nächstes mein erstes Let's Play Arcanum. Viel Spaß wünsche ich euch. Willkommen Herrschaften zu meiner ersten Folge Let's Play Arcanum from Magic Things to Steam Power oder so irgendwie. Ich habe schon eine Art Prequel gemacht. Prequel, kann man das sagen? Nein. Eine Art Voraufnahme. In der ich euch ganz kurz vorgestellt habe, das Charaktererschaffungssystem und auch gefragt habe, ob ihr mir nicht vorgeben wollt, was ich spielen soll. Ich habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Ich konnte mich kaum entscheiden, aber Andy hat dann quasi gesiegt mit seiner einzigen Zuschrift. Er hat gemeint, männlicher Halbelf Magier. Naja, ist vielleicht jetzt nicht die innovativste Spielweise, aber sie wird auf jeden Fall eine eher einfache Art und Weise in das Spiel zu gehen. Gut, wir machen also ein New Game. Wir machen einen New Character. Und wir bleiben gleich Male, sind aber Halbelfen. Als Namen nehmen wir natürlich Odo O'Connor. Wie sonst? Ich hoffe, das geht sich aus. Kann ich das? Kann ich den Apostroph schreiben für O'Connor? Wo ist das auf meiner Tastatur da? O'Connor, passt. Bild. Nein, nein. Auch nicht. Ah, naja, der passt schon fast auf Magier. Oh, na, sehr viel Auswahl ist da nicht, aber der passt schon gut auf Magier, glaube ich, mit seinem Ziegenbart. Gut, wie ihr seht, wir haben. Durch das, dass wir halb wie E11 sind, kriegen wir plus 1 auf
Dexterity und Beauty. Wir bekommen allerdings minus 1 auf Constitution, glaube ich, oder? Ja. Ja, außerdem sind wir schlechter bei Tech Skills. Gut, das wird uns nicht stören, denn wir werden einen technikabweisenden Supermagier machen oder sowas, keine Ahnung. Mal zur Hintergrundgeschichte: Raised by Snake Handlers. Minus 1 auf Beauty, aber 20% Increased Resistance to Poison. Okay, interessiert uns nicht. Apprentice to Blacksmith, was macht das? Minus 2 Geschicklichkeit plus 1 Stärke. Naja, das ist irgendwie kontraproduktiv zum Halbelfen. Raised by Monks, plus 1 auf Perception, aber mit nur einem Viertel Geld, das ist auf jeden Fall interessant. Perception ist auf jeden Fall nicht schlecht, das brauchen wir dann später, wenn wir Fallen finden wollen. Ich weiß nicht, wofür wir Perception sonst noch brauchen, aber es gibt sicher noch irgendwelche Sachen, wo wir Perception brauchen. Child of a Hero. You start with your father's plasma. Nein. Wenn, dann wollen wir irgendeine Verbesserung von unseren Fähigkeiten. You are orphaned as a young child and inherited a lot of money. The easy life was cost, ja, mehr Geld und minus 1 auf Willpower. Auf keinen Fall. Vor allem nicht, wenn man Magier spielen wollen. Da braucht man Willpower. Eine Special Person, minus 2 auf Int. Hm, nein, auch das ist nicht gut für einen Magier. Professional Knife Tosser. Hm. Minus 1 auf Perception. Haben wir ein Auge verloren? Ah ja, wirklich. You used to work as a knife thrower in a circus until losing an eye in a freak accident. Sadly, you lose a point of perception to perception, but you gain an exceptional bonus to your throwing skills. Na super. Apprentice to a shopkeeper. Plus of haggle, aber dafür ein penalty of dexterity. Nein. Born under a sign. Ah, nein. Mehr Chance auf kritische Treffer und mehr Schaden, wenn die anderen einen kritisch treffen, ist nicht so gut. You possess an extreme personality. People react more strongly to your presence and tend to grow to either love or hate you. Das würde gut passen zu uns, nachdem wir schon eine bessere Beauty haben, aber weiß ich nicht, ob das so gut ist. Hm, das klingt schon besser. Plus 1 auf Int und minus 1 auf Perception. You have spent most of your life reading. You gain a bonus to intelligence plus 1. Unfortunately, myopia has set in and you lose a point of perception. Ich glaube, Perception ist eh nicht so wichtig. Also das ist schon mal ganz interessant. Was haben wir noch? Bully. Bully klingt auch gut. You were the class bully. Big and dumb. Na okay, minus 1 auf Int wollen wir nicht nehmen. Hyperactive. You are constantly busy. Your speed is higher than normal, plus 1. But most people find you annoying and your charisma suffers, minus 1. Nein. Geschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig, oder? Würde das das Dexterity verändern? Nein, Geschwindigkeit, nicht Dexterity. Army Training, plus 1 auf Strength, minus 1 auf Dex. Nein, auf keinen Fall. Wir werden nicht allzu viel mit Handwaffen kämpfen, wobei gerade am Anfang vielleicht schon, aber Dexterity ist auf jeden Fall wichtiger als Strength. Sheltered Childhood, das klingt interessant. You were cooed and coddled incessantly as a child. As a result of overprotective parenting, you take a severe penalty in Strength. Minus 6. Bist du wahnsinnig? But being more sensitive, you have bonuses to intelligence plus 2, willpower plus 2 and perception plus 1. Grundsätzlich einfach eigentlich gar nicht so schlecht für einen Magier, aber Strength 2, da können wir dann gar nichts tragen. Da sind wir dann schon überladen, wenn man nur ein Dings, wenn man nur irgendwas schief anschauen. Also ich bin kein großer Fan von Strength, wir brauchen die nicht sonderlich, wir werden sie auch nicht sonderlich erhöhen im Laufe des Spiels, aber es hat natürlich schon einen Vorteil, ein bisschen Stärke zu haben, weil wir können nur eine gewisse Menge an Zeug mit uns mittragen und die Stärke macht das. Troll Offspring, das klingt nicht gut.
Minus 4 auf Charisma und Beauty, aber plus 2 auf Strength, Constitution und Dexterity. Na, okay. Auch das ist nicht unbedingt perfekt für einen Magier. Ran away with the circus. Ihr seht, jetzt kommen die eher Orgensachen. Das ist mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was wir vorher gehabt haben. Plus 6 auf Strength und minus 2 auf Will. Minus 3 auf Willpower. Minus 2 auf Int. Minus 3 auf Willpower und minus 1 auf Perception. Having run away with a local troop of circus performers, you have gained considerable physical strength. Das wäre gut für einen Schwertkämpfer oder so irgendwas, nehme ich mal an. Int und Willpower brauchst du die eh nicht. Raised in the pits. Being a veteran in the local pit fights, you gain a bonus to strength plus 2, dex plus 2 and a bonus to combat skills. The wishes combat has also taken a toll. Head trauma gives you a severe penalty to intelligence minus 6. Wow, das ist nicht schlecht. As a result, you're not especially good with money. Your entire life savings amounts to a measly 100 coins. Das ist gut. Int 2 würde bedeuten, dass wir mit dem mit den seltsamen Gesprächsdingern arbeiten. Was nicht gut ist. Da können wir kaum irgendwas machen. Feral Child. As an infant, your parents abandoned you in the middle of the forest. Hey, wir sind Hänsel von Hänsel und Gretel. Having been raised by a pack of wolves. Oh nein, wir sind Mowgli. Gives you a considerable bonus to dexterity as well as a slight bonus to thieving skills of prowling and pickpocket. But oblivious of table manners and the rules of good society, you receive a severe penalty to intelligence. Interessant. Eigentlich müsste das Charisma betreffen eher, wenn man sich nicht auszudrücken vermag. Ja, as well as slight penalties in the social skills of persuasion and haggle. Na, okay. Nee. Achso, nein, ich wollte jetzt weitergehen. Nein, das will ich nicht. Feral. Sickly. Minus 2 auf Strength, minus 4 auf Con, minus 1 auf Dexterity und plus 6 auf Int. Das ist schon etwas besser, obwohl minus 4 auf Constitution ist. Puh. Das bringt uns sofort um, sobald wir nur irgendwie in die Nähe von irgendwas Bösem kommen. Ihr seht, die meisten von diesen Sachen bringen zwar einen Wahnsinnsbonus, aber insgesamt mehr Malus als Bonus. Ich bin also nicht sehr glücklich damit. Beat with an ugly stick. You are ugly. Das könnte man natürlich auch nehmen. Wer braucht schon Beauty? There is just no other word for it. Unless you consider hideous a better word. Children flee from you in terror and even the kindest of souls finds it difficult to stand your presence for long. As a result of your countenance, you take an extreme penalty to beauty, minus 6. But because you have had to defend yourself from frequent attacks, you gain a bonus to strength and dexterity, plus 2. Das ist durchaus ein Trade-off, den man nehmen könnte. Weil Beauty ist echt etwas, was nicht besonders wichtig ist. And a slight bonus to all your combat skills. Nein. A ladies' man. Ich glaube, bei den Mädels kann man das nicht nehmen. Women swoon whenever they are near you. Being unusually good looking, you gain a large bonus to beauty plus 6. Unfortunately, all the primping? Was ist das für ein Wort? And powdering has you lacking in the more manly virtues. You lose points in constitution, strength and dexterity. Puh, das ist arg. Das bringt fast überhaupt nichts im Beauty-Bonus. Im Normalfall ist das nur für den ersten Eindruck wichtig. Um Leute mitzunehmen, brauchst du Charisma. Also wenn es Charisma gewesen wäre, dann wäre das okay gewesen. Aber so. Charlatans Protégé, das klingt auch gut. Schaut nicht so aus, als würde ich zu viel verlieren dadurch. Having been convinced by a traveling salesman to become his apprentice, you've given up your life in the military academy you were enrolled in. You gain a major bonus to charisma plus 6, but lose some physical strength
Constitution, minus 2 und minus 2, as well as taking slight penalties to all your combat skills. Das ist nicht schlecht. Das muss man uns auch merken, genauso mit dem Bücherwurm. Minus 2 auf Stärke und Konstitution, glaube ich, können wir ertragen noch. Im schlimmsten Fall geben wir ein paar Punkte auf Konstitution noch am Anfang. Ja, schauen wir mal, was sonst noch ist. Educator, you're a natural teacher. Das könnte ich nehmen. As you learn skill training, you can teach your followers the previous training step. So as an expert, you can teach your followers as apprentices. If they qualify. However, since you spend extra time with each follower, you cannot have as many as usual. Minus one to... Nein, auf keinen Fall. Auch wenn ich es gerne gemacht hätte, aber... Idiot 7. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Idiot 7 sind Leute mit einer Inselbegabung. You were institutionalized at a young age and believed to be mentally handicapped. After several years, the institute lost funding and you were turned out onto the street with nothing more than the clothes you on your back. You're brilliant, with a keen grasp of numbers and mathematics, but you are barely able to talk. You gain a significant bonus to intelligence, plus 6, and an exceptional bonus to your gambling skill. Naja, klar. However, years of being locked away makes you suffer physically and emotionally. You talk as if you had a much lower intelligence and you suffer penalties to strength minus 1, constitution minus 1, dexterity minus 2 and willpower minus 2. Oh Gott. An und für sich ist das ja sehr witzig. Man spricht mit der Idioten, mit den Idioten-Optionen, obwohl man selbst super intelligent ist. Das würde eigentlich auch ganz gut zu einem Magier passen. Das Problem ist nur, ich würde mich auch ganz gerne rausreden aus einigen Sachen. Und das Spiel verliert doch stark. Also es ist echt nett mit diesen Möglichkeiten, aber es werden einem sehr viele Möglichkeiten auch genommen dadurch. Deswegen bin ich dagegen. Barbarian, na okay, das wird wohl nicht passen zum Magier. You were raised among a wild barbarian tribe in a faraway land. No one knows how or why you came to be a passenger aboard the IFS Zephyr. Okay, plus 2 auf Stärke und Konstitution, minus 1 auf Int und minus 2 auf Charisma ist nicht so das. Nietzsche's poster child. Was mag das sein? Nietzsche once said that which does not kill me makes me stronger. And he may have been referring to you. All your life you have been making mistakes, but you always seem to come out better afterwards. In other words, you critically fail more than normal, but you have a 10% experience point bonus. Das ist auch interessant. Öfter einen kritischen Failure machen, aber dafür mehr XP kriegen. Goebbels hat den Spruch im Übrigen auch ganz gerne verwendet. Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Oder was euch nicht umbringt, macht euch nur stärker. Naja, wurscht. Sold your soul. You have made a pact with a demon in exchange for more magical power. You have dedicated your life to the pursuit of evil. Das könnten wir nehmen. You gain 20% of magical aptitude, but suffer minus 20 reaction from others and a minus 20 alignment. And your alignment can never go higher. Na okay. Da müssten wir böse spielen. Ich wollte euch die Möglichkeit geben, in die Kommentare unten reinzuschreiben, ob wir eher böse oder eher gut spielen sollen. Ich werde am Anfang mich eher neutral verhalten, weil ich nehme immer ein paar Folgen auf, bevor ich weitermache. Also schreibt bitte unten in die Kommentare, ob wir einen guten oder einen bösen Charakter spielen wollen. Daymage und Nightmage, das ist das gleiche, das bringt uns mehr Magie bzw. weniger Magie Tag und Nacht. Ja, also wie schon gesagt,
Sagt einfach, ob ihr das mögt, was ihr mögt. Und wenn ihr es nicht macht, dann spiele ich halt irgendwas. Ja, Sky Mage. You were born with a magical aptitude. Ja, 20% Bonus, wenn wir unter offenem Himmel sind und 20% Malus, wenn wir irgendwo innen drinnen sind. Das ist irgendwie doof, weil wir relativ häufig irgendwo in Dungeons sind. Und in Dungeons müssen wir eher kämpfen als draußen. Das heißt, der andere, Nature Mage, you were born with a magical aptitude, bla 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 bla. While standing on a natural surface, you possess a 20% bonus. Sind Höhlen eine natural surface? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Bandit? Wie viele gibt's denn da noch? You're a gun. Toting Bandit, your lifestyle has earned you a bonus to your firearms skill. Na okay, nachdem wir keine Techniker sein wollen. Technophobia, You were raised on a potato farm in the rustic backwaters of a distant land. Hey, wir sind, wie heißen diese Leute in Amerika? Amish. You worked hard, gaining a bonus in... Schade, ein Bonus in Int und Willpower wäre ja schon besser gewesen. Only child, you grew up as the only child of very permissive parents and you basically always got your own way. As an adult, you expect nothing less than total obedience of those around you, gaining a bonus to willpower. But your temperament leaves much to be desired, resulting in a penalty to your charisma and your persuasion and haggle skills. Naja. A mad doctor. You have performed numerous untested and dangerous medical experiments upon yourself and suffer from the adverse effects. You have bonuses to intelligence, perception, poison resistance and electrical resistance and a bonus to your healing skill. But you suffer penalties of beauty, charisma, dexterity and constitution. Na okay. Obwohl. Plus 2, plus 4. Na okay, nein. Die Mali sind doch sehr arg. Miracle Operation. Wie viele Dings gibt's da eigentlich? Though born to a wealthy family as a young child, you mysteriously lost your sight. It was discovered that you had contracted a degenerative and always fatal disease. As a blind child, you early developed favored indoor activities and development befitting the wealthiest of society. You gained bonuses to intelligence and charisma. Your senses of touch, hearing and smell increased to compensate for your blindness, resulting in a bonus to perception plus 5. Echt jetzt? Du bist blind? Du bist der Devil im Endeffekt. However, you suffered physically, leading to to penalties in strength, dexterity and constitution. Und so ziemlich viel. Minus 5 auf constitution ist viel. As a young adult, your parents, out of desperation, paid for the services of a renowned, if unorthodox physician, who miraculously restored your sight. The operation cost your family its fortune, so you set out to make your own. Also wir sehen wieder was. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Das minus 5er Constitution ist schon ziemlich hart. Vor allem soweit ich weiß, die Konstitution ist dann für unsere Mana-Punkte wichtig. Dark side, your eyes are overly sensitive to light. You're nearly blind in daylight, but you can see perfectly in darkness. Therefore, all skill lighting penalties are reversed for you. No background. Okay, wir sind einmal durch. Wir haben gesagt, entweder den Bookworm. Wo ist er? Da. Plus 1 Int, minus 1 Perception oder viel weiter hinten. Was war das noch einmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Charlatan, was ist der Charlatan? Nein, nicht der Charlatan, Protégé. Educator auch nicht. Idiot Servant auch nicht. Nietzsche, nein.
Soldier's Soul, nein. Daymage, nein. Nightmage. Master Scharlatan? Bandit was nicht. Major Mage. Okay. Technophobe. Only Child. Mad Doctor. Ah, verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Das gibt's ja wohl nicht. Miracle Operation. Dieses hier? Das ist schon eine sehr arge Kombi. Wir starten dann schon mit sehr starken Werten eigentlich. Plus 3 auf Charisma, Int und Perception. Wir müssten halt Constitution so erhöhen ein wenig. Nehmen wir den Bookworm. Das ist eine einfache Lösung. So, wir haben jetzt 5 Punkte. Constitution, Endurance, Constitution, Determines Fatigue and Resistance to Poison some Spells. Wenn ich das raufgebe. Ja, wenn ich das raufgebe, steigt das Blaue. Da gehen wir das mal auf 8, oder? Ja. Gehen wir das mal auf 8, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir sind Magier, das heißt, wir werden ein paar magische Sprüche lernen. Disarm, the target's weapon is knocked out of its hand if it fails to save. Nein. Was ist das? Divination, Sense Alignment. Nein, das ist uns auch wurscht. Air, Vitality of Air. This spell raises the constitution of the target creature. Das ist schon mal ganz interessant. Strength of Earth. Damit könnten wir unsere Stärke erhöhen. Und auf Level 2 hätten wir Stone Throw. Ah, dafür brauchen wir Willpower, um die zu lernen. Int brauchen wir gar nicht für das. Nein, das war ein Fehler. Wir brauchen Willpower und nicht Int. Um Zauber zu lernen, oder? Was mal, wofür brauchen wir Int? As mental power, intelligence affects several skills as well as being the limiting factor in the learning of spells and technological skills. Ah, doch. Interessant. Ja, also merken wir uns mal die Erde. Fire, Agility of Fire. Ah, das ist, glaube ich, am Anfang recht gut, weil es die Dex erhöht. Und mit der Wall of Fire können wir auch relativ gut kämpfen. Water erhöht auch irgendwas. Und zwar die Beauty. Das ist auch nicht schlecht. In der Stadt mit Water und im Kampf mit Fire unterwegs. Ich kann mich wieder erinnern. Call of Fog ist vielleicht jetzt nicht so interessant. Force, Shield of Protection. Jolt, nein, das ist nicht wichtig. Mantle. Charm. This spell causes the target to be friendly towards the caster if a save is not made. Und dann, Mage Lock. Damit können wir Sachen verschließen. Auch nicht schlecht. Gibt es doch das Gegenteil? Und Chill Time? Das ist vielleicht am Anfang noch nicht so wichtig. Plague of Summoning. Plague of Insects? Naja, Summoning ist Pfad. Das machen wir nicht. Phantasm. Illuminate. This spell raises the light level in the area. Flash. Blur Sight. Phantasmal Fiend und Invisibility. Das ist auf jeden Fall vielleicht für später ganz interessant. Minor Healing. Ah ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Necromantic White. Minor Healing nehmen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall bald mal. Hold Poison werden wir aber noch nicht nehmen. Ich hoffe, wir werden noch nicht so bald gemacht. Es gibt auch noch Necromantic Black. Harm. This spell causes damage to the target creature. Control Spirit, Summon the Undead, Create Undead, Quench Life. Na, vielleicht für später, wenn wir uns entscheiden, böse zu werden. Nature, Charm Beast, Entangled. Na, das ist nicht so wichtig. Hardened Hands. Was ist das für ein Gebiet? Morph. Hardened Hands. Wir können besser
angreifen. This spell makes the hands of the target creature do more damage. Naja, wirklich interessant ist das aber nicht. Weaken, nein. Meta, the Meta College contains spells that affect other spells. Was ist Magic? Nö. Ich würde fast sagen, Earth hat natürlich den Vorteil, wenn wir Earth nehmen, erhöhen wir die Stärke, das macht unseren Schlag stärker. Und Stone Throw ist, soweit ich mich entsinnen kann, ein wirklich guter Angriffszauber. Das heißt, wir könnten die beiden nehmen. Oder wir nehmen Fire und Water. Nein, wir machen mal die zwei. Oh, was heißt, das kann ich nicht. Ah, Willpower braucht man 9. Mist. So, das war's dann. Mehr können wir nicht nehmen. Arg. Wenn wir das nicht nehmen. Ah, Willpower erhöht beide. Das ist aber cool. Na, nehmen wir das doch nicht. Nehmen wir das und wir werden Kampffertigkeiten, und zwar Melee, werden wir auf jeden Fall nehmen. Wir werden am Anfang uns nämlich ein Schwert besorgen. Das Problem ist, am Anfang haben wir noch so wenig Magie und sind so schwach magisch, dass wir auf jeden Fall auch im Hand-to-Hand-Combat unterwegs sein müssen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch da beim Melee ein bisschen stärker werden müssen. Die vielleicht nicht. Auch Persuasion möchte ich relativ bald erhöhen, weil das brauchen wir recht bald. Aber das werden wir dann schon sehen. Gut, ich glaube, wir haben halbwegs das, was wir brauchen. Unsere Werte sind eigentlich relativ gut. Das heißt, da kommen wir schon noch eine Weile aus damit. Die müssen wir nicht so bald erhöhen. Perception, was ist das? The ability to notice surroundings. Perception also affects the ability to use ranged weapons effectively. Na gut, das ist mir wurscht. Charisma, the sum of personality and charm. Charisma affects the ability to persuade others and change their initial reaction. Außerdem ist es wichtig, wie viele Leute du mitnehmen kannst. Das ist so dumm, dass das nicht hier steht. Aber steht das hier irgendwo? Heal Rate 3, Poison Recovery, Reaction Modifier, Maximum Followers 2. Ah, this is the maximum number of people who follow this character because of leadership. It is based on Charisma. Reaction Modifier minus 3. Bla 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 bla, was auch immer. Poison Recovery 8 hängt mit der Constitution zusammen, nehme ich mal an. Heal Rate 3 ebenfalls. Wir können 4000 irgendwas tragen. Damage Bonus minus 1. Das ist traurig. Okay, machen wir weiter. Wir haben immerhin schon einen Anzug und 400 Goldstücke. Ich will ein Schwert. Das da zum Beispiel. Kann ich das tragen? Wieso ist das rot? Vielleicht sind die einfach immer rot. Ah, Stones können wir tragen. Das macht wie viel Schaden? 2 bis 9 bzw. 2 bis 5. Ja, also einiges besser als das Schwert. Das nehmen wir mal. So, was haben wir hier noch? Schuhe vielleicht.
Kosten 45, nehmen wir doch glatt. So, Heiltränke, Lockpicks. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir das am Anfang nehmen, weil die kriegst nicht einmal so bald. Gut, und dann, wie viel Geld haben wir noch? 158. Wir könnten natürlich noch so eine Uniform nehmen, aber ich glaube, Rüstungen kriegen wir relativ bald. Das heißt, wir nehmen da noch Heiltränke. Wie viel Geld haben wir noch? 68. 68. Oh, perfekt. Wir haben, glaube ich, das gesamte Geld ausgegeben. 2. Mehr geht nicht. Perfekt. Okay. Ja, und hier kommt das, was wir eh schon gesehen haben. Das schauen wir uns jetzt an. Und dann haben wir die erste Folge eigentlich fertig. Und wollt ihr das überhaupt noch sehen? Eine gute Frage. Immerhin haben wir es schon gesehen. Das ist die IFSC 4 im Übrigen. Obwohl, nein, wir brauchen uns das echt nicht nochmal anschauen, oder? Können wir das wegtun? Oh ja, funktioniert. Den Angriff müssen wir nicht nochmal sehen. Help. Help me, please. Oh, Gott, jemand Hilfe. Lass uns helfen. Thank you, my friend. I haven't got much time. You must find the boy. Find the boy. And give him back his ring. He will know. What needs to be done? Oh Gott. Der arme Mann. Now listen to me. We had to do it. He did unspeakable things to us. We had no choice but to do as he said. And there are so few of us left, but the work is almost finished. And then the evil. Oh, you can't imagine. He's coming back to destroy everything. Everything and everyone. Please. Just find the boy. Tell him that I escaped. I came back to warn. He will know what to do. You, my friend, it's all up to you. Okay, da kommt wer. Gut, Herrschaften, also wir haben einen Ring gekriegt. Ist das nicht toll? Das Spiel denkt nach, ob es mit uns weitermachen will. Ja, auf jeden Fall dieses erste Gespräch, das wir jetzt gleich führen werden. Ich kann es nicht glauben. Ich meine, du und... And then the zeppelin and the fire and the altar says that. Do you have any idea what all of this means? Nein, eigentlich nicht. Aber was das bedeutet, werden wir uns das nächste Mal anschauen, Herrschaften. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.